Joho, Don't Starve, Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu nicht verhungern und nicht ertrinken und nicht ersticken und nicht verkühlen und Moment, meine Insel war ich, also so, warum hatte ich die gedreht? Irgendwie ist, guckt euch mal, nee, so rum ist richtig, genau. Ich habe immer keine Orientierung, wenn ich mal die Blickrichtung in diesem Spiel geändert habe. Ja, und was wollten wir eigentlich nochmal alles machen? Holz für Boot, Gras für Netz und Hüte und Binnenseite für Hut und Gold. Okay, erstmal Holz für das Boot. Wir brauchen Holz für Boot. Habe ich verstanden. Ganz viel Holz für Boot. Da ist doch Holz. Das kann ich mir einfach da runterholen. Und ich glaube, wir brauchen noch irgendwie ganz viel Sand später. Wir sind ja jetzt hier am Strand. Wir haben hier am Strand unser Häuschen aufgemacht. Und da kommt dann manchmal ganz toll viel Wasser. Und da braucht man denn so Sandsäcke. Ja, ich mache es mir auch nie leicht, da wo ich wohne. Oh, ich habe was zu essen nötig. Ich weiß gar nicht, ob ich allzu viele von den Bäumen hier anpflanzen will. Zumindest hier unten. Es ist eigentlich sinnvoller, die Palmen anzupflanzen. Denn die geben halt immer Kokosnüsse und noch diese Blätter und Holz. So, dann hole ich mir jetzt hier erstmal Berries. Naja, wir haben ja ganz gut was zu nomsen, also sollte nicht das Problem sein. Haben wir eine Machete? Da ist Machete. Schlange? Nein. Hiervon sollten wir auch nochmal ein bisschen mehr sammeln. Wenn wir wenigstens einen adäquaten Vorrat haben. Könntet mal Golddublonen da lassen. Das machen aber, glaube ich, nur die Raben. Nicht die Raben, sondern die Piraten-Papageien. Oh. Aber ich habe bis jetzt gar keinen Schlangenbusch mehr hier. Habe ich den so ausgebuddelt, dass die nie wiederkommen? Get wrecked! Oh. Dankeschön. Ist ja wie auf Kommando. Hatten wir überhaupt Krabben auf der Insel? Habt ihr hier Krabben gesehen? Ist wieder so still. Ich möchte gerne mehr Musik haben. Sehr schön. Ja, dann hole ich mir noch den Bambus. Wir haben ein bisschen wenig Bambus hier. Ich denke, ich werde mir von der anderen Insel Bambus holen und dann hierher bringen. Ja. Vielleicht sollten wir uns dann noch später... Ja, wir haben hier Krabben. Ich mag die Geräusche, die die Krabben machen. Das ist großartig. Vielleicht sollten wir die Basis so ein bisschen hierher ausweiten. Ne? Ich meine, das wäre eine ganz gute Idee. Fällt bestimmt eine Schlange. Ich dachte, für sowas habe ich ein Gefühl, aber anscheinend nicht. Ja, What am I, a pack animal? Oh. Ja, Bitch. Chill mal, deine Base. Dublonas? Nitronas? Holzos? Und Jungelos Sidos? Muchos grandos, Signora? Ist jetzt gerade einmal die Seeds hier. Ungekocht, ich weiß, rohe Seeds. Und dann machen wir uns eine riesengroße Ecke mit den Kokosnusspalmen. Perfekt. Hopp und zack. Und die würde ich dann hier oben anfangen. Eins und zwei. Sehr gut. Stöcke noch holen. Ich denke mal, wir haben damit einen ganz guten Grundstein gelegt. Dieses Mal vielleicht ein klitzekleines bisschen länger zu überleben. Vorübergehend. Zeitweise. Ein wenig. Ein bisschen. Ich buddel jetzt. Ob da nochmal Sand dann nachkommt? Oder wenn das dann, wenn man ihn ausgebuddelt hat, ob es das dann war? Ich weiß, man kann daraus Sandsäcke machen. Das habe ich gesehen. Ob man hier auch was anderes ausbuddeln kann? Skorpione? Die einen vergiften? Als Idee?
exklusives Entwicklerteam. Es kommt ja aber nicht direkt von den Entwicklern von Don't Starve, richtig? Das ist ja hier eine, quasi eine, war das nicht eine von einer, sowas ähnliches wie eine Mod eigentlich? Oder so? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, sowas gelesen zu haben zumindest. Oh, jetzt ist meine Schaufel kaputt. Okay, gut. Dann kann ich das hier ausrüsten. Und wir können uns bald dieses Rowboat machen. BZW, das können wir jetzt schon. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Yeah, Krabbe! Oh, die ist ja schon fast. Dann bringen wir sie mal um, denn es ist schön frisch. Ausgekrabbelt. Boop, 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 boop. Ich mach hier mal ein bisschen Zeugs rein. Und brauch auch gleich mal die Krabbe. Oh, und hier ist wieder Schlabbi, die Schlabber. Und dann kochen wir die Seeds auch, ne? Und auch dieses Limpet. Ist auch nochmal gut für unsere Gesundheit. Gut zu wissen. Und die Berries, die müssen jetzt auch dringend gekocht werden. Ich habe das Gefühl, diese Kartoffeln halten sehr, sehr lange. Und dann brauchen wir halt auch bald schon Kochtopf. Also wäre eigentlich ziemlich sinnvoll, mal irgendwo einer Insel einen Besuch abzustatten, wo Affen sind und diese abzufackeln. Also hier unten könnte man ganz viel Bambus holen. Und ich denke mal, die Insel hier unten wird echt interessant. Die sollte ich mir näher angucken, gucken, dass ich sie ausfarme. Und die ist hier vielleicht prädestiniert dazu, auch nochmal hier die Berrybüsche mitzunehmen und dann die Bäume abzufackeln. Das wäre eine Möglichkeit. Oder man pflanzt hier ganz viele an und fackelt dann die Insel ab. Dass man so eine Insel hat, auf der man immer regelmäßig Kohle ernten kann, die nicht weit weg ist. Vielleicht eine sehr sinnvolle Sache, das da so zu machen. Also hier auf der Insel möchte ich auf jeden Fall die Berries holen. Die möchte ich drüben haben. Und die möchte ich abfarmen und möchte Bambus holen. Wir können unseren Text mal erweitern. Holz für Boot und Co. Ist ja quasi erledigt. Dann das Gras holen wir uns unten. Innenseite für einen Hut, ist klar. Und dann Berries ausbuddeln. Dann Bambus ausbuddeln. Ich brauche kleine Inselbepflanzen. Und dann Gold, 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 Gold. So, ich denke mal, das ist der Plan. Das ist der Plan. Der voll der gute Plan habe ich da. Ein bisschen heller machen. Jo, dann esse ich jetzt noch was. Alles klar. Und das Boot schon mal herstellen. Ja. Dann hätte ich gerne dieses Segel. Woraus macht man denn Kleidung? Also eine Bootlampe, kein Problem. Bootkanone, Wahnsinn. Life Jacket Pirate Head. Ja, für Pirate Head muss ich halt, wie gesagt, ja nur Spinnenseite suchen. Catch the Wind. Das ist normales Fetch Sail. Alles klar. Haben wir damit auch. Und was können wir jetzt hier noch herstellen, Neues? Ein Rasierer und die Pitchfork. Ja, die brauche ich jetzt aber erstmal nicht. Ich weiß nicht. Eine Brotlampe herstellen ist vielleicht gar nicht mal so übel. Und schon haben wir wieder zu wenig Holz. Können wir uns da unten aber auch besorgen. Ah, Platz im Inventar schaffen wir ganz kurz. Also wir haben wieder kein Gras und wir haben wieder kein Holz. Und ich weiß nicht, wie ich das immer hinkriege. Wow, das Speichern ist hier bei dem Ding immer so ein bisschen so eine Sache. Im Abfackeln, das können wir da unten nicht anpflanzen. Ist ja eigentlich besser, wir hätten sowas zum Abfackeln. Stein, ja, werde ich wahrscheinlich auch noch mitnehmen. Sand, aber nicht. Nitre auch nicht. Nitre kann da rein. Okay. Dann möchte ich also gerne hier mein Boot hinpacken.
und möchte in das Boot und das Segel da reinpacken. Und dann hier rüber. Bitte. So ein Muschelding müssen wir auch noch machen. Okay, auf jeden Fall Seegras mitnehmen. Weil wir kommen ja hier ganz dicht an unserem Lager an Mupfeln. Voll nice. Ja, und hier gucken wir uns jetzt um einfach. Die wollte ich ja noch nicht sammeln, die Süßkartoffeln. Da wollen wir ein bisschen was noch uns aufbewahren. Aber Gras brauchen wir. Was denn? Ach, das war mein DVD-Laufwerk. Was willst du denn? Ich habe mir ein externes Laufwerk von meinem Computer geholt. Ganz praktisch. Aber irgendwie ist das so ein bisschen komisch manchmal. Wünschte, ich hätte so viel Gold übrig, dass ich daraus Werkzeuge machen kann, weil es echt anstrengend ist. Ich hab doch gar nichts. Ich wollte doch gar nicht. Aber wir waren doch gar nicht. Ich hab doch nicht. Oh, shit. Die bewerfen mich mit Kokosnüssen. Ich hab doch aber immer wieder alles eingepflanzt. Danke. Tschüss. Tut mir leid. Ich muss auch nie wieder. Lalala. Ich will aber jetzt die Kokosnüsse haben. Na? Na? Ich muss mir keine Gedanken machen. Daneben. Immer lernen Zielwasser hier und so, ne? Das ist jetzt gemein von mir, dass ich hier so noch so ein bisschen trolle. Ich weiß nicht. Ich find's lustig. Wow. Das kommt mir jetzt schon ein kleines bisschen zu nah. So, ich wollte ja hier Ambos mitnehmen. Eieieiei. Übertreibt doch nicht so, Jungs. Nice one. Get wrecked. Wow. Ich glaube, die sind ein bisschen sauer auf mich. Ich weiß gar nicht warum. Oh, da komme ich an Gold. Jetzt habe ich so ein bisschen ein Problem. Ich habe nur die Bäume, die mir hier auf den Fersen sind. Gold. Noch langsam keine Stöcke mehr. Macht ihr nur. Macht ihr nur. Ich gehe dann mal weiter. Lalala. Ich habe Gold gefunden. Und böse Baummonster, da sind Spinnen. Das ist gut. Trefft doch mal die Spinnen mit euren blöden Kokosnüssen. Was? Close ihn ab! Dann esse ich jetzt das hier. Das war jetzt nicht so gut, so auf Runden, so roh und so. Dann benutze ich das gleich hier. Und hier hacke ich noch das Golden nieder. Das ist gut, wir. Nein. Das ist sehr gut, wir haben ein Spinnennetz gefunden. Genau das, was ich wollte. Hier drehen die aber voll auf, du. Wie viele ist denn das? Was? Wie viele sind das jetzt? Was habe ich getan? Und wieso macht ihr das? Naja, gut. Wirklich gefährlich sind sie ja nur, wenn sie nah an einem dran sind. Sonst muss ich halt einfach immer wegrennen, ne? Bleibt mir halt nichts anderes übrig. Darkness will be here soon. Ja, sehe ich auch. Dunkel, habe ich mitgekriegt. Ich jetzt irgendwo lang hin. Ist ja gut, Jungs und Mädels. Ist ja gut.
Ich hab es verstanden. Ihr wollt mich hier nicht. Das weiß ich jetzt. Das merke ich mir. Sag ich euch. Ich werde weiterhin eure Brüder abhacken. Ich sag's euch. Ist mir jetzt zu dumm, wa? Ich hau euch kaputt. Hier. Bitte, das mach ich mit euren Brüdern hier. Das habt ihr jetzt davon. So fühlt sich das an hier. Ah! Ich glaube, das nehmen die mir persönlich. Haha, tschüss. Mann, das ist ja ein kleiner. Hallo. Ah, ist das gut. Ich stelle mitten hin noch. Es wird bald dunkel. Ich muss in mein Boot. Ach, das ist ja auch einer. Die Insel ist voll mit denen. Was ist los hier? Ich war das nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass da waren Dinge und die sind passiert und... Einschalten. Ob die jetzt auch bei mir auf der Insel überall sind? Plötzlich so 1000 Baummonster. Kann ich den ganzen Tag im Kreis rennen. Immer so im Lager, ins Lagerfeuer drumherum so. Ihr kriegt mich nie. Und die so. Eines Tages, da kriegen wir dich. Und dann vernichten wir dich. Im Auftrag des allmächtigen Unterwasser-Günthers. Denkst du dir auch so? Kacke. Apropos Kacke. Jetzt habe ich hier keine Fackel. Habe ich gut gemacht. Hier. Nein, nicht essen, du dumme Nuss! So. Jetzt. Ach, ist sie blöd manchmal, ey. Jetzt töte die Krabbe. Jetzt nimm den Stock mit. Hallo. Dankeschön. Dann essen wir mal was. Also Baummonster gibt es hier auch. Die unterschiedlichsten. Ich wollte ihn gar nicht. Ich hab nur so getan. Warum ist es gar nicht, das hier zu fällen? Wo ich jetzt hier nicht ganz viel gepflanzt habe. Ja, Ebbe und Flut kommt uns doch ziemlich nah hier. Mach das nicht! Das erschreckt mich! Weh, du wirst jetzt so ein Baummonster. Dann nehme ich aber meine Axt und zeig dir mal, wie das geht. Schiss gerade. Ah! Oh Gott! Nichts passiert. Oh. Davon noch ein bisschen mehr. Davon noch ein bisschen mehr. Ja. Und dann wollte ich hier den Bambus anpflanzen. Hallo. Pflanz den Bambus. So kompliziert ist das gar nicht. Pflanz den Bambus. Groß brav. Ja, ein bisschen Feldarbeit hier betreiben. Wir brauchen sehr viel mehr Gras. Am besten noch auf unserer eigenen Insel, wenn es geht. Sollst du das nehmen, du dumme Nuss? Tja, ist die Frage, was wir jetzt alles noch herstellen können. Den Sand lege ich gerade aber erstmal tatsächlich weg. Okay, die Dinger haben wir hier auch noch. Ich glaube, die pflanze ich einfach alle mal ganz dicht hier zusammen. Die düngen muss, damit die wachsen. Mal gucken, bis ich die verrottetes Essen habe. Irgendwann wird es ja hier zu verrottetem Essen. Berrybüsche! Gott sei Dank! Jetzt haben wir hier auf jeden Fall keine Schlangen. Das ist ja schon mal ein durchaus positives Zeichen. Holz haben wir jede Menge. Wir könnten uns jetzt, glaube ich, diesen Hut machen. War doch hier irgendwo so ein Piratenhut. Tja, Piratenhut. Tja, von der Piratenhut. Ich will einen Piratenhut haben, du. Einen richtig schönen Piratenhut. Ja, steht mir bestimmt gut. Guck mal, wie viel Gold wir haben, du. Das ist ja richtig gut. Ja, jetzt kann ich mir so einen Piratenhut machen.
Das ist ja super. Arr, me hearty. Das ist ja richtig nice. Er ist gut für unsere geistige Gesundheit, ne? Das ist auch gut. Bau die ruhig weiter hier oben hin. Nicht, dass irgendwie die Flut auch noch sich darauf negativ auswirkt. Brauche ich erstmal nicht mehr. Brauche ich erstmal nicht mehr. Mein Holz, mein Stein. Die Bones können wieder... Ne, die Bones müssen dann hier rein, weil kein Platz mehr. Die Dinger... Ich muss halt gerade erstmal gucken, was ich alles noch sammeln muss. Essen packen wir einfach mal alles darüber. Die ganzen Ausrüstungsgegenstände auch. Ja, ich sehe schon, wir haben hier einen Mangel an allen möglichen. Das ist nicht gut. Wir brauchen mehr Stöcke. Wir müssen also uns so ein bisschen in die wilde Wildnis begeben. Ich nehme mal den Rucksack dafür, diese Sammelgegenstände da mitzunehmen. In die wilde, wilde Wildnis, wilde, wilde Wildnis, wilde, 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 wilde Wildnis. Okay, alles gut, das ist schon gut. Alles okay. Ich koche mir eine Banane. Vielleicht auch zwei. Und so einen kleinen, süßen Krabbenkumpel. Alles klar. So eine Rüstung wäre jetzt auch langsam nicht schlecht. Tag 6. Wir gehen jetzt auf die ersten Hundis zu. Habe ich immer so ein bisschen Respekt vor. Und den Baum da unten jetzt übrigens auch. Kohle ist halt auch noch so ein nächster Punkt auf meiner Liste, ne? Und wir werden auf jeden Fall hier wiederbelebt. Das ist schon mal gut. Da liegt direkt eine Fackel daneben. Das ist auch ausgesprochen gut. Ich würde sagen, wir fahren das mit dem Boot einfach erstmal woanders hin und gucken mal, was da alles gibt. Aber vorher muss ich jetzt noch den kleinen Sack platt machen. So. So läuft das nämlich. Vielleicht so ein bisschen Nahrungssuche auch mal. Einfach Ressourcen, die wir auch noch nicht haben, mitnehmen. Oh, sehen wir toll aus. Der Piratenhut verliert aber schnell an Dingens. Ich weiß nicht, was der uns bringt, aber der verliert so schnell an Dingens, dass ich wegen der Dingens da ein bisschen aufpassen möchte. Ich meine jetzt einfach mal woanders hin. Da unten sind diese ganzen fiesen, bösen Bäume. Da möchte ich nicht hin. Vielleicht das nächste Mal wieder, wenn wir die Spinnen prügeln. Vielleicht sind die Bäume noch da, wenn die Spinnen ganz groß und böse geworden sind. Und dann können wir die Spinnen gegen die Bäume aufhetzen. Und dann gibt es Krieg. Spiders versus Bäume, Bitches. So Netzen, sowas kann ich mir auch alles machen, ne? Oh, Mangroven. Und was ist das denn? Hallo. Das ist das etwa wie... hallo. Kacke. Hallo, das ist ja geil. Ihr kackt für mich, ja? Oh, Mangrovenbäume. Wachsen die nach, wenn man die fällt? Hier sind ganz viele Fischies. Die können wir voll gut fischen, wenn wir dann ein Netz hätten. Drawnet. A Pathian Fisherman is... Okay, das bedeutet, ich könnte hier prima ohne Probleme fischen gehen. Wenn ich wollte. Ja, ist nicht schlecht. Ist immer nur so ein paar Mangrovenbäume hier plätten. Oh, hier ist ja überall Pupu. Das wusste ich gar nicht, dass die gibt. Die habe ich noch nie gesehen. Was für eine geile Karte. Große Bäume gibt es hier auch. Ich weiß gar nicht, ich möchte die Mangroven gar nicht fällen. Die sehen so schön aus. Die Mangroven sehen voll schön aus. Wachsen die jetzt nach? Ja, nein, ich weiß. Unsere Bootlampe ist bei 69%. Ich sammle jetzt hier lieber noch ein bisschen Krempel. Mach die jetzt mal an, die Bootslampe. Und dann segle ich wieder zurück nach Hause. Und wir besorgen uns... Da ist noch mehr. Wir besorgen uns so ein Netz und versuchen, Fische damit zu fangen. Hier ist aber hier ziemlich viel von dem Krempel. Vielleicht können wir dann damit auch schon unsere ersten Austernfallen machen. Ich möchte einfach, dass unsere Nahrungsvorkommen gesichert sind. Bis zum nächsten Tage. Uäh. Umschläge, da bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Na, hält die Bootschlampe noch ein bisschen durch? Ja. Da geht's auch noch irgendwo hin. Das
Ah, hier sind noch mehr Mangrovenbäume. Das ist ja nice. Das ist ja ein tolles Gebiet. Das ist ja richtig gut. Ja, die kann man mal auslaufen lassen. Dass hier auch so viel Gras geben guten tut. Ja, das ist ja super. Das ist so direkt bei uns. Okay, das bedeutet, wir haben beim nächsten Mal jede Menge cooler Sachen vor. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Don't Starve. Nicht verhungern, nicht erfrieren, nicht ertrinken. Danke fürs Zuschauen, kommentieren und bewerten uns. Ausschalten des Adblockers. Fürsing!